Wir hatten die Chance, mit Chris Hülsbeck, der Legende hinter der Musik von Spielen wie Turrican, vor der Kamera zu sprechen. Im Interview redet er über die Herausforderungen beim Komponieren von Videospielmusik, wie man die richtigen Emotionen einfängt und welche Soundtracks ihm besonders am Herzen liegen. Er erzählt uns von seiner Faszination für Synthesizer, dem Einfluss japanischer Spieleklassiker und gibt Einblicke in seine neuesten Projekte. Außerdem verrät er, welcher Komponist aus der Branche ihn besonders inspiriert hat. Hallo Chris, mich würde mal wirklich interessieren, welche Herausforderungen siehst du beim Erstellen von Videospielmusik? Es ist schon manchmal schwierig, den richtigen Ton zu treffen, ne? Aber also es geht halt im Prinzip darum, dass die Musik ja das Spiel unterstützen soll, das, was man eben sieht, und dass man da eben die richtige emotionale Basis halt rüberbringen kann. Und hast du einen Soundtrack, auf den du besonders stolz bist in deiner Karriere? Naja gut, also ich sage immer, der letzte Soundtrack, den ich gemacht habe, ist für ein Indie-Spiel namens Interstellar Sentinel. Aber das auch wieder so vom Stil her wie die alten Turrican-Spiele, die ja sehr bekannt sind und die auch so von den Fans halt am meisten, das sind so die Fanlieblinge da. Apropos Turrican, wo hast du da deine Inspiration für hergeholt bei der Erstellung der Musik? Ja, das war damals halt, also ich war immer sehr interessiert an Synthesizer-Musik und für das Spiel musste irgendwas Treibendes her, also habe ich das mit so Rockbeats verbunden und dann natürlich auch japanische Einflüsse, weil wir waren damals alle Fans von der japanischen Videospielindustrie. Und hast du vielleicht aus der Industrie einen Soundtrack, den du besonders toll findest? Auf jeden Fall, also Yuzo Koshiro ist da mein Lieblingskomponist. Von damals noch mit ActRaiser und da gab es noch ein paar andere. Auf jeden Fall Yuzo Koshiro, top. Alles klar, vielen Dank Chris. Dir hat das Video gefallen, möchtest mehr sehen? Dann klick gerne hier drauf oder geh auf unsere Seite retrogamingcrew.com. Da gibt es noch ein paar Artikel, die du lesen kannst.